Dann heiße ich Sie alle auch nochmal herzlich willkommen in unserem heutigen Webinar Chinesische Sprache und Digitalisierung der Kommunikation. Zhenan Li ist mein Name, Zhenan ist der Vorname, Li ist der Nachname. Und ich bin Prokurist von der CDB Business Consulting mit Sitz in Frankfurt. Und ich freue mich auch sehr, dass die Frau Alexandra Stefanow heute dabei ist. Und sie wird sich jetzt auch kurz vorstellen. Genau. Genau, nur ganz kurz, damit wir auch nicht zu viel Zeit wegnehmen von der Präsentation. Ich bin Alexandra Stefanow. Ich habe selber Sinologie, also China-Wissenschaften, studiert und bin die Gründerin von China Impulse. Das ist eine Plattform, auf der ich mich mit der chinesischen Digitalwelt beschäftige und mit den Key Learnings, die wir daraus ziehen können, auch für unsere eigene Digitalisierung hier in Deutschland im deutschsprachigen Raum. Ja, dann würde ich halt kurz vorstellen, was wir heute so Ihnen erzählen würden. Also erstmal über die chinesische Sprache ganz allgemein und dann geht es um die Digitalisierung der Kommunikation und dabei geht es auch darum, die Frage zu beantworten, wie wir chinesische Schriftzeichen mit auf dem Laptop oder auf dem Handy mit Tastatur, mit Buchstabentastatur angeben. Und da haben wir auch dafür zwei kleine Videos vorbereitet. Und dann kommt die Frau Stefanow dann zum Thema Internetsprache in China und dann auch zum Schluss noch zu Emojis und GIFs in der chinesischen digitalen Kommunikation. Genau, und am Ende haben wir noch einen kleinen Dankeschön-Geschenk für Sie vorbereitet. Ja, gut, dann würde ich halt kurz die Einführung machen in die chinesische Sprache. Ja, wir hören ja oft als Deutschländer, sagen wir oder hören wir oft, Life is too short to learn German. Also das Leben ist zu kurz, um Deutsch zu lernen. Und das Gleiche hören wir natürlich auch von vielen deutschen Kollegen und Freunden. Chinesisch, das werde ich nie in diesem Leben noch schaffen. Und wir sagen aber doch, Chinesisch ist zwar keine einfache Sprache, aber Chinesisch kann man doch noch lernen. Also das kann Alexandra wahrscheinlich auch bestätigen, dass die chinesische Sprache zwar keine einfache Sprache ist, aber das zu lernen ist doch zumutbar. Das stimmt. So. Und ja, dann kommen wir jetzt mal kurz zu den vier Grundelemente der chinesischen Sprache. Das ist einmal die Pinyin. Also Pinyin ist die phonetische Umschrift mit romanischen Buchstaben, um die Aussprache zu ermöglichen. Und dann gibt es einen Ton. Also wir haben in der chinesischen Sprache insgesamt vier Töne. Und die Töne machen die Unterschiede. Was das konkret bedeutet, zeige ich Ihnen gleich anhand eines Beispiels. Und dann haben wir Schriftzeichen. Wie Sie jetzt auch sehen können, habe ich ja neben der deutschen Erklärung auch immer die chinesischen Schriftzeichen dabei, damit Sie auch ein bisschen die chinesischen Schriftzeichen, wie die Schriftzeichen auch geschrieben werden, auch ein bisschen kennenlernen können. Na, und ein Schriftzeichen repräsentiert eine Silbe, aber ist meistens noch kein Wort. Das heißt, ein Schriftzeichen kann vieles bedeuten und erst wenn mehrere Schriftzeichen zusammen kombiniert sind, dann wird ein Wort gebildet. So, dann nächste Seite bitte. Ja, was das genau bedeutet beim Ton, also ich habe jetzt hier ein ganz klassisches Beispiel. Und zwar hier geht es um die vier Schriftzeichen, die in der Pinyin gleich geschrieben werden, aber mit unterschiedlichen Tönen. Und diese vier Schriftzeichen will ich auch bei der die deutsche Übersetzung angegeben habe, haben ganz andere Bedeutungen. Und jetzt werde ich mal die vier Schriftzeichen aussprechen und Sie versuchen Sie bitte, die Unterschiede zu merken. Weil wenn man den Unterschied nicht merkt oder auch nicht richtig ausspricht, dann kann das schon zu einem Missverständnis führen. So, jetzt merken Sie mal, passen Sie mal auf. Also Mutter heißt Ma,
Und ötzig heißt ma und Pferd heißt ma und schimpfen heißt ma. Vielleicht merken Sie die Unterschiede oder nicht, können Sie gerne im Chat schreiben. Und letztes Mal, als ich dieses Beispiel genannt habe, dann wurde mir sofort gefragt, ja, wie heißt das denn, wenn die Mutter den Pferd schimpft? Und dann sage ich das auch jetzt hier nochmal, Mama, Mama. Also Mutter schimpft den Pferd. Vielleicht merken Sie jetzt besser oder soll ich nochmal wiederholen? Also Mutter heißt Ma und Özig Ma und Pferd Ma und schimpfen Ma. So, also ich glaube, das ist jetzt ein klassisches Beispiel, um klarzumachen, dass die Töne in der chinesischen Sprache die Unterschiede machen. Genau, und dann zeige ich Ihnen jetzt mal die nächste Seite, genau, wie ein Wort gebildet wird. Ich habe jetzt hier auch zwei Wortgruppen vorbereitet und wie ich auch vorher schon erwähnt habe, ein Schriftzeichen repräsentiert eine Silbe und kann viele Bedeutungen in verschiedenen Kombinationen haben. Und hier wird anhand dieses Beispiels auch klar, wenn wir sagen, xue, also xue heißt lernen. Und lernen, wenn wir sagen, da xue, also groß lernen, heißt dann Hochschule. Und zhongxue, Mitte lernen, heißt dann Mittelschule. Und xiaoxue, klein mit lernen, heißt dann Grundschule. Und das heißt, wir haben nicht Hoch, Mitte und Grund, sondern Groß, Mitte und Klein. Und Sie sehen, Groß und Lernen, die haben, wenn wir die Schriftzeichenleine betrachten, dann können wir die Bedeutung nicht erkennen, aber nur in der Kombination wird das Wort gebildet und damit auch eine eindeutige Bedeutung. Und das zweite Beispiel. Okay, dann also ich wiederhole nochmal, wie diese Wörter auch ausgesprochen werden. Hochschule heißt Da Xue und Mittelschule heißt Zhong Xue und Grundschule heißt Xiao Xue. Genau, ich habe soeben auch noch gesehen, dass da auch die Frage bei dem zweiten Beispiel, dass da zweimal Mittag steht. Das ist ja richtig. Und zwar, wir sagen, Shangwu heißt dann Vormittag und Zhongwu heißt dann Mittag und Wu heißt an sich auch schon Mittag. Und dann Xiaowu heißt Nachmittag. Und Wu heißt an sich auch Mittag. Und Zhongwu, das ist eigentlich eine Betonung oder das so eine sprachliche Gewohnheit. Also, und Zhong heißt Mitte und Wu heißt an sich schon Mittag. Genau. Ja, und ich sehe gerade im Chat, da war eine Frage zu der Aussprache, glaube ich. Ich schaue kurz mal. Wird unterschiedlich ausgesprochen? X wird gleich ausgesprochen bei allen drei, also Xiao Xue und Zhong Xue und Da Xue. X wird immer gleich ausgesprochen. Aber also das können wir am Ende vielleicht nochmal diskutieren. Und wenn schon Mittag ist, warum braucht man Zhong? Okay, ich glaube, diese Frage kann mein Kollege parallel im Chat auch noch beantworten. Da würde ich halt ein bisschen weitermachen, damit wir innerhalb dieser
30 Minuten auch weiterkommen. Gut, dann kommen wir zu dem zweiten Thema Digitalisierung der Kommunikation. Wir haben soeben eine ganz kleine Einführung in die chinesische Sprache gemacht. Und ja, Digitalisierung hat die Art und Weise der Kommunikation auch verändert. Und was das konkret bedeutet, das ist ja einmal, sage ich mal, in China werden digitale Kommunikationsplattformen in alle Sinnen eingesetzt. Das bedeutet sowohl im privaten Leben als auch im Geschäftsleben, aber auch im öffentlichen Leben. Also ich nehme jetzt ein ganz konkretes Beispiel. Ich bin jetzt gerade in Shanghai und hier, wenn wir unterwegs sind, müssen wir wegen Covid dann immer einen QR-Code vorzeigen. Und das ersetzt schon die mündliche Kommunikation oder auch schriftliche Kommunikation, sondern wir zeigen einfach unseren QR-Code und dann dürfen wir frei bewegen. Und auch im Restaurant, das ist auch ein sehr interessantes Beispiel aus dem Alltagsleben, aus dem öffentlichen Leben. Wenn wir im Restaurant am Tisch sitzen und bestellen möchten, müssen wir auch gar nicht mehr jemanden zum Tisch holen, sondern wir scannen einfach mit unserem Handy einen QR-Code an und dann werden wir weitergeleitet in die Speisekarte und dort können wir auch unsere Gerichte bestellen und diese Informationen werden auch direkt weitergegeben an die Küche und auch können wir dann, wenn wir mit dem Essen fertig sind, direkt mit der App bezahlen. Genau, und ja, das ist halt, und der zweite Punkt ist, persönliches Treffen ist unersetzbar für den Aufbau des Vertrauens. Das bedeutet, ist vor allem in dem Geschäftsleben von Bedeutung. Während der Pandemiezeit habe ich ja auch erlebt, dass man sehr viel Zoom-Meetings hat und auch wenn ein persönliches Treffen hat nicht möglich ist, dann werden dann die Online-Formate in Ansatz kommen. Aber trotzdem ist für China, für die Kommunikation mit chinesischen Partnern, mit chinesischen Kunden, ist ein persönliches Treffen unersetzbar. Und der dritte Punkt ist, dass wir in China bei der digitalen Kommunikation sehr gerne Bilder schicken und auch Audio-Nachrichten schicken und Videos schicken und natürlich auch Emojis, um die Emotionen zum Ausdruck zu bringen. Und dazu wird die Frau Stefanow nochmal mit konkreten Beispielen nochmal erzählen. Genau, und dann kommen wir weiter. Genau, und was die Digitalisierung auch verändert hat, ist vor allem auch im Geschäftsumfeld, dass die rund um die Uhr Erreichbarkeit erwartet wird und auch damit zusammenhängt kurzfristige Antwort. Ich erlebe seit der Pandemiezeit oder sogar schon vor der Pandemiezeit um 4 Uhr, 5 Uhr deutsche Zeit, das ist so in China so Vormittag, Mittagszeit, immer WeChat-Anrufe erhalten. Und sie haben auch erwartet, dass ich auch darauf angehe und dass ich bei Nachrichten dann auch kurzfristig schon Antworten gebe. Ja, und das führt natürlich auch dazu, dass die Führungskräfte- und Mitarbeiterbeziehung sich verändert hat. Das heißt, das private und Berufsleben wird nicht mehr so getrennt, sondern eher zusammengeführt. Und das heißt auch, also wir sprechen in China mittlerweile auch von 996. Das heißt, arbeiten von 9 Uhr morgens bis 21 Uhr abends und 6 Tage in der Woche. Na, und auch
Für die Kundenbeziehung erwarten dich niedrige Kunden mittlerweile auch deswegen, weil die Digitalisierung natürlich auch die rund um die Uhr Kommunikation ermöglicht hat, dann auch intensive Kundenbetreuung. Und was wir hier in China auch tatsächlich erleben, ist, dass wir jederzeit einen Service-Mitarbeiter erreichen können, wenn wir technische Probleme haben oder technische Störungen haben. Genau, und was ich auch noch sagen möchte zu der Digitalisierung der Kommunikation, ist ein sehr großer Unterschied in China und in Deutschland oder in Europa generell. Wir schreiben ja in Deutschland sehr gerne E-Mails, vor allem für die offizielle, wichtige Kommunikation. Aber in China ist die E-Mail-Kommunikation fast schon ausgestorben. Und das wird sehr eingeschränkt möglich, vielleicht bei internationalen Konzernen. Und das wird auch sehr eingeschränkt akzeptiert. So, dann gehen wir weiter. Ja, wenn wir über die Digitalisierung der Kommunikation sprechen, dann müssen wir halt über WeChat sprechen. Vielleicht haben Sie auch schon mal von WeChat gehört. Das ist da halt eine Mega-App oder alles in eins App. Diese App ersetzt in China fast schon alle möglichen Apps wie Facebook oder WhatsApp und dann auch mit einer Social-Media-Funktion dann auch wie Instagram und auch Facebook. Und dann auch hat die WeChat mittlerweile auch die Bezahlungsfunktion. Das heißt, so Google Pay oder auch PayPal werden auch durch WeChat ersetzt. Also wir haben fast alles, was wir halt brauchen für den Alltagsleben in China, alles in der WeChat als eine Mega-App. So, dann kommen wir weiter. Ja, neben WeChat haben wir natürlich auch noch weitere Apps, die auch Ansatz finden im Alltagsleben, aber auch vor allem im Berufsleben, wie DingTalk von Alibaba und auch Lack von der Muttergesellschaft TikTok. Und natürlich auch von Tencent, also das ist auch der Anbieter, der Entwickler, der Erfinder von WeChat, gibt es auch noch so ein Tencent-Meeting oder Wolf-Meeting, das ist so eine Art Meeting-Tool wie Zoom. Und dann für die geschäftliche Kommunikation gibt es auch eine WeChat-Version, also WeChat Business. Und dann für massive Kommunikation gibt es auch ein klassisches Tool heißt QQ. Und ein wichtiger Hinweis, den ich an dieser Stelle Ihnen auch mitgeben möchte, ist, dass alle Google-basierte Dienste und auch weitere Apps wie Facebook oder WhatsApp oder Instagram sind in China abgesperrt. Das erklärt auch, warum wir in China so viele eigene Apps haben, die vielleicht ähnliche Funktionen haben wie Facebook oder WhatsApp und das ist auch ein wichtige Information, wenn Sie mit chinesischen Partnern, wenn Sie mit chinesischen Bekannten, Freunden kommunizieren, wundern Sie sich nicht, wenn die chinesischen Gesprächspartner nicht auf WhatsApp antworten und nicht auf Google Mail antworten, weil alle diese Dienste in China nicht funktionieren. Also die sind alle abgesperrt. Na, dann kommen wir weiter. Ja, jetzt kommen wir noch zu einem spannenden Punkt. Dann gebe ich auch das Wort weiter an die Frau Stefanow. Das ist halt das Angabesystem für chinesische Schriftzeichen. Ich habe jetzt von meinem Handy zwei Varianten ist als Screenshot hier angefügt. Das ist einmal, also wie wir eigentlich eher daran gewohnt sind, diese
kleinere Version und dann gibt es einmal mit 26 Buchstaben. Und wie wir da damit anfangen können, chinesische Schriftzeichen anzugeben, das zeigen wir jetzt mit zwei kleinen Videos. Sie sehen, ich gebe die Pinyin an und dann werden die verschiedenen Wörter oder Schriftzeichen dann vorgeschlagen. Und was ich dann tun muss, ist einfach das Wort wählen oder die Schriftzeichen wählen, die ich gerne haben, die ich gerne schicken möchte. Genau, das letzte war ein Emoji, das ich auch mit Pinyin angegeben habe. Das war ein Ni Hao, ein Hallo und dann kam ein Emoji auch vorgeschlagen und dann kann ich auch direkt schicken. Genau, das andere Beispiel zeigt, wie auch die Digitalisierung oder wie WeChat auch die Kommunikation ermöglicht oder erleichtert, wenn man halt noch nicht fit ist in der chinesischen Sprache. Das ist da halt die Übersetzungsfunktion in WeChat und damit kann man auch die Kommunikation, damit wird die Kommunikation auch ermöglicht, wenn jemand gerade noch nicht in der chinesischen Sprache fit ist. Genau, dann kommen wir weiter. Ich glaube, das war es von mir aus. Genau, ja, also die Digitalisierung der Kommunikation, ist das eine Herausforderung oder eine Chance fürs Sprachlernen? Also, was meinen Sie, erleichtert die Digitalisierung der Kommunikation das Chinesisch lernen oder wird es nochmal schwieriger? Also unseres Erachtens, also das Wesentliche bleibt, das heißt, für das Hörverstehen und Sprechen ist wichtig, den richtigen Ton zu merken und für das Leseverstehen und Schreiben ist es wichtig, das richtige Schriftzeichen zu erkennen. Aber ich sage jetzt nur erkennen, nicht zu schreiben, weil, wie ich soeben auch mit dem Video gezeigt habe, wenn Sie Pinyin angeben, dann werden die Schriftzeichen auch automatisch angezeigt und Sie müssen nur das Richtige auswählen. Genau. Und an dieser Stelle würde ich dann das Wort an Frau Stefanow weitergeben. Ja, vielen Dank. Wie Herr Li schon gesagt hat, beziehungsweise wie Herr Li Ihnen so schön schon einen Überblick zur chinesischen Digitalisierung in der Kommunikation gegeben hat. Ich sage Ihnen ein bisschen was zur Internetsprache. Das ist dann nochmal ein bisschen fortgeschrittener, wenn man schon ein bisschen Kenntnisse im Chinesischen hat. Aber erstmal einmal ganz kurz zum Einblick, wie die chinesische Digitalwelt überhaupt aussieht. China hat mittlerweile schon 989 Millionen Internetnutzer. 99,7% davon sind fast ausschließlich über ihr Smartphone online. Was bedeutet, dass China nicht nur ein Mobile First, sondern tatsächlich ein Mobile Only Land ist. Und da ist es nicht verwunderlich, auch mit der, mit der flächendeckenden Abdeckung von 5G-Technologien und mit dem Aufkommen von Livestreaming E-Commerce, dass die chinesischen Internetnutzer und InternetnutzerInnen auch so viel Zeit im Internet online verbringen. Und so kommt es dazu, dass eben dieses Phänomen namens Internetsprache entsteht. Internetsprache, was ist das überhaupt? Das sind Wörter und Ausdrücke, die von den chinesischen Internetnutzern und NutzerInnen im Internet quasi erfunden werden, in der schriftlichen Sprache. Die entstehen in Chats, in Online-Foren, auf Plattformen wie WeChat und Weibo, aber auch mittlerweile in Livestreams und Video-Apps wie Kuaishou, Bilibili oder Douyin. Und die Internetsprache, das sind eben die Wörter und Ausdrücke, die die Internetnutzer erfinden, um in dieser schnelllebigen digitalen Welt auch zurechtzukommen, um ihre Meinung kundtun zu können in Online-Foren, wo es dann einfach unheimlich schnell geht. Da versuchen sie einfach Zeit zu sparen und sie versuchen dann so viele Abkürzungen wie möglich zu finden. Die Internetsprache besteht quasi aus einem Mix aus Zahlen, Symbolen, Pinyin, Schriftzeichen, englischer Sprache, arabischen Buchstaben, Abkürzungen und so weiter und so fort. Dem sind fast keine Grenzen gesetzt. Und ich zeige Ihnen ein paar kurze Beispiele,
damit Sie eine Vorstellung davon haben, wie kreativ die chinesische Sprache auch ist und wie schnell sie sich dann auch weiterentwickelt, wenn man eben im Internet, die jungen Internetnutzer vor allem, wir können sagen, das ist vergleichbar mit der Jugendsprache bei uns, wie sie sich dort treffen und einfach auch ihren Individualismus, ihre individualistischen Werte ausleben. Ein Beispiel dafür sind zum Beispiel Zahlen, die dann dafür verwendet werden, um Ausdrücke zu ersetzen, die durch Schriftzeichen normalerweise geschrieben werden, aber um noch schneller zu schreiben, werden sie eben als Zahlen geschrieben. Und zwar ist Ba Ba Liu so ein Beispiel, was ähnlich klingt wie Bye Bye, was so viel heißt wie Tschüss vom Englischen Bye Bye. Und dann gibt es sehr, sehr viele Beispiele von diesen Zahlen, die verwendet werden als Ersatz für Schriftzeichen. Da wäre zum Beispiel Yo Yo Yo. Und das klingt ähnlich wie Nyo Nyo Nyo. In der Bedeutung genial, fantastisch, ausgezeichnet, irgendwas, was ganz toll ist. Und da kann man auch zum Beispiel sehen, wie die chinesische Internetsprache ihren Weg auch in die Offline-Sprache findet und wie die Internetnutzer diese Ausdrücke dann auch im richtigen Leben verwenden. Dieses Zeichen, dafür gibt es nämlich ein Handzeichen, was dann verwendet wird für die Zahl 6. Da wird einfach mit der Hand quasi gewedelt und das bedeutet, dass man sagt, dass etwas sehr cool, sehr toll ist. Dann wurde vorhin schon das 996 erwähnt. Das ist auch, hat zwar keinen Ausdruck, den es ersetzt, aber das bedeutet Arbeiten von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends an 6 Tagen die Woche. Und da merkt man auch, dass sehr viele von diesen Ausdrücken der chinesischen Internetsprache sehr viele gesellschaftliche Themen auch ansprechen und eben dafür sensibilisieren und auch zur Diskussion und zur Kritik anregen, weil sich diese kurzen Ausdrücke im Internet entwickeln, sie aber dann hinter diesen Ausdrücken stecken, aber ganze Geschichten und ganze Phänomene. So ist es zum Beispiel auch mit Abkürzungen, die als Buchstaben genutzt werden für manche Schriftzeichen, sowas wie Mei Mei für schönes Mädchen. Und dann gibt es aber aus der Kategorie mit diesen gesellschaftlichen Themen sehr, sehr viele Beispiele, wie zum Beispiel Bai Fu Mei, was so viel heißt wie weiß, reich und schön. Das sind drei Schriftzeichen, die für sich alleine einzelne Bedeutungen haben, aber zusammengesetzt, und das ist wieder ein Ausdruck, der im Internet entstanden ist, beschreibt es das Stereotyp einer chinesischen Frau, einer idealen chinesischen Frau zum Daten oder zum Heiraten, die weiße Haut hat, schön ist und reich ist, also weiße Haut ist Bai, Fu ist reich und Mei ist schön. Und dazu gibt es dann zahlreiche andere Beispiele, wie zum Beispiel Fu Er Dai, was so viel heißt wie reiche zweite Generation. Auch wieder einzelne Schriftzeichen, die in ihrer Bedeutung reiche zweite Generation heißen, die aber eine ganze Hintergrundgeschichte haben, wenn chinesische Internetnutzer, Internetnutzerinnen beziehungsweise auch mittlerweile offline diesen Ausdruck hören, dann wissen alle, was damit gemeint ist. Dann gibt es noch den Ausdruck Shengnü, was so viel bedeutet wie übrig gebliebene Frauen. Wieder ein Ausdruck, das ein sehr, sehr breites Thema anspricht. Erfolgreiche Karrierefrauen, die zwischen 27 und 35 Jahre alt sind, die noch alleinstehend und unverheiratet sind. Und das ist nur ein ganz, ganz kleiner Einblick, wie die chinesische Internetsprache sich auch weiterentwickelt und wie kreativ sie ist, wie viel man mit den Schriftzeichen, mit den Ausdrücken, mit der Aussprache auch machen kann. Und zur digitalen Kommunikation gehören eben auch die Emojis. Jetzt auch noch mal ganz kurz im Schnelldurchlauf, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben. Es gibt viele Emojis, die einfach ganz anders aussehen als das, was wir bei Facebook, WhatsApp und Co. verwenden. Auffällig in der chinesischen Digitalwelt ist, dass sehr viele Emojis eben errötende Gesichter haben, die eben ausdrücken, Respekt ausdrücken, Demut, Verlegenheit, was auch einen sehr tiefen kulturellen Hintergrund hat. Dann gibt es Emojis, die wirklich auf bestimmte kulturelle Situationen eingehen. Zum Beispiel ein melonenessendes Emoji kommt von einem chinesischen Ausdruck, der übersetzt so viel bedeutet wie melonenessende Menschenmassen. Das sind Zuschauer, die an einem Spektakel zum Beispiel teilnehmen, zuschauen, aber nicht kommentieren wollen, nichts dazu sagen wollen. Das wird verwendet in der Online-Welt, in Online-Foren zum Beispiel, um auszudrücken, dass man nur als Mitleser oder als Zuschauer dabei ist, aber nichts dazu beitragen möchte aktiv. Und man könnte es vielleicht vergleichen mit einem Emoji, was bei uns vielleicht beispielsweise Popcorn essen würde. Dann gibt es noch dieses Emoji, was dann eben als Geste aus dem Kung-Fu kommt, aus der Kampfsportart, wird in China verwendet in der Online-Kommunikation, um sich für etwas zu bedanken oder um Entschuldigung zu bitten, wenn man stört mit einer Bitte, mit einer Frage. Und dann gibt es die Top 5 Emojis aus dem Jahr 2019,
Die sind ziemlich selbsterklärend, die haben nicht einen sehr, sehr tiefgründigen kulturellen Hintergrund wie die Emojis davor. Aber zum Beispiel das Facepalm-Emoji ist das allerbeliebteste in China. Und das wird eben so verwendet, wie wir uns das vorstellen könnten, auch bei uns, wenn man etwas lustig findet. Ist aber sehr speziell, weil wir eben eher ein tränenlachendes Emoji verwenden würden und nicht dieses Bild, was wir hier sehen. Und dann noch ganz kurz zu den GIFs und Stickern. Hier sehen Sie auch wieder die Anspielung auf den Ausdruck mit dem Melonenessen. Es gibt sehr, sehr viele Sticker, die auffällig niedlich, lustig sind. Und was besonders spannend ist in China, ist, dass diese nicht nur unter Freunden verwendet werden, wie wir das bei uns erwarten würden, sondern tatsächlich auch im beruflichen Kontext zwischen Kollegen, zwischen Mitarbeitern und Chefs. Und das war für mich zum Beispiel bei meinem ersten Job in einer chinesischen Firma total spannend. Ich musste mich erstmal daran gewöhnen, dass mir meine Chefin beispielsweise solche Sticker und GIFs auch geschickt hat, obwohl in China ja die Hierarchie und die Machtdistanz Text ist als bei uns. Aber Herr Li hat vorhin schon gesagt, dass sich das sehr vermischt, gerade durch WeChat, durch die digitale Kommunikation in China. Und dann übergebe ich nochmal kurz an Li für den Abschluss, für das Dankeschön für Ihre Teilnahme. Chenan, bist du noch da? Ja. Ja, ich bin noch da, aber ich habe jetzt auf meinem Schirm nicht die richtige Folie. Ich habe ihm noch die Baifume-Folie. Okay, dann soll ich das dann kurz machen? Okay, also Sie können uns gerne eine kurze E-Mail schreiben nach diesem Vortrag oder Sie können gerne das Google-Formular ausfüllen. Sie finden den Link im Chat. Und uns ein paar Fragen beantworten, damit wir Sie auch besser kennenlernen können. Und Sie bekommen für diese Teilnahme, für das Ausfüllen des Formulars von uns als kleines Dankeschön eine Link- und Literatursammlung zum Thema digitales China, sodass Sie sich weiter informieren können, sich weiter mit der chinesischen Digitalwelt auseinandersetzen können. Und wir schalten für Sie ganz exklusiv ein Video-Interview frei zwischen mir und Jinan Li zum Thema digitale Bildung. Was können Deutschland und China voneinander lernen? Aus der Interviewreihe von China Impulse, China und die Digitalisierung. Und Sie bekommen zum Download auch die dazugehörige Audiodatei, sodass Sie sich das Interview auch für sich jederzeit anhören können. Genau, und dann finden Sie uns beide auch auf LinkedIn. Und der Link habe ich soeben auch auch im Chat gepostet. Wenn nicht, dann bitte ich meine Kollegin, die Frau Liu Xiao, noch mal zu posten. Und ansonsten finden Sie uns auch auf jeden Fall auf LinkedIn. Dann können Sie mit uns auch dort vernetzen. Oder ich habe soeben auch meine E-Mail-Adresse noch mal angegeben. Und dann können Sie auch gerne eine kurze E-Mail schicken. Dann melden wir uns bei Ihnen. Ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass Sie dabei waren, auch noch kurz von meiner Seite.